das Wetter schön, ich bin halbwegs wieder gesund. Ich bin seit einer Woche einfach nur am Aufnehmen, irgendwo im Süden von Deutschland, wo es besonders warm ist. Ich genieße mein Leben. Ich habe noch extra so zu meinem Management gesagt, ey, bitte lasst mich einfach komplett isoliert. Erzählt mir nichts von irgendwelchen Business-Sachen. Ich will mich einfach darauf fokussieren. Kommt zu heute Morgen Anruf. Nächste Woche sind die Dufts da, so. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich natürlich auch schon gepostet. Ich habe euch gebeten, für unseren Duft zu voten und ihr seid durchgedreht. Kriege ich heute Morgen so den Anruf und mir wird so erzählt, die Parfum-Szene fühlt sich etwas bedroht von einer YouTuberin mit ihrem Duft. 10 Stunden später, nachdem mein Handy komplett abgeschmiert ist und ich immer noch wach bin, erzähle ich einfach mal weiter. Diese großen Marken, mit denen ich in Konkurrenz stehe, um diesen Publikumspreis, was für mich natürlich eine Ehre sein darf, als The Wine The White, mit diesem Duft nominiert worden zu sein, haben wirklich ein ernstes Geld in die Hand genommen, um andere Influencer dafür zu bezahlen, für dieses Voting abzustimmen. So bedroht fühlen die sich. Die haben Geld bezahlt. Ich lasse das einfach mal so stehen. Jeder sollte sich darüber sein eigenes Urteil bilden können. Ich finde einfach, wenn man in eine Branche wie die Parfümbranche tritt, die einfach gefühlt seit vor Christi oder so existiert, sollte und muss da Platz für Neues sein. Und dieser Hate, dass eine YouTuberin einen Parfumpreis gewinnen könnte, das ist für mich so unverständlich, wie man sich darüber aufregen kann, aber im Gegenzug dazu gleich wieder andere Influencer dazu beauftragt, für das Voting abzustimmen. Also ihr seid anti, aber ihr braucht. Aber wieso gönnt ihr nicht? Von diesen gekauften Posts habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Ich weiß aber wirklich nicht, was ich witziger finden soll. Erstens diese Marken, die extrem ihren Wert gerade in meinen Augen gesenkt haben, wo ich echt so bin, oh, das habt ihr wirklich gemacht. Oder zweitens diese Influencer, die erstens nichts damit gekauft haben und C, wie gesagt, einfach nur bezahlt worden sind. Aber das, Freunde Social Media, das sind 80% der ganzen Werbebeiträge auf Social Media. Deswegen wundert es mich eigentlich wiederum nicht, zu tun haben. Zweitens kein ganzes Projekt da drin haben und nicht ihr Herzblut reingesteckt haben. Und drittens wahrscheinlich einfach nur bezahlt worden sind für einen Duft, den sie A, nicht selber tragen, B, nie Jedenfalls ist der Link wohl gerade wieder überlastet. Es funktioniert nicht. Habt auf jeden Fall Geduld. Ich möchte keine Influencer persönlich angreifen. Ich möchte euch nur sagen, dass ihr Opfer seid. Und wir haben bis heute um Mitternacht Zeit, diese Seiten zu rasieren. Und ich wünsche es mir so sehr von ganzem Herzen. Ich hasse diese Competition-Schiene. Ich hasse es auch, meine Seiten mit Werbeposts, mit Voting-Posts vollzustopfen. Aber Leute, das geht nicht. Und das lässt The Wine The White nicht auf sich sitzen.